Liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Ich würde gerne mit der Sitzung fortfahren. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 36, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Nachrüstung von Dieselautos auf Kosten der Hersteller zügig voranbringen, Drucksache 19/6751. Er wird aufgerufen mit Top 64, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend Fahrverbote verhindern, Hersteller in die Pflicht nehmen, Verbraucher sind nicht für Handlungsunfähigkeit der Landesregierung verantwortlich, Drucksache 19/6784, und dem Dringlichen Antrag unter Top 65 der Fraktion der FDP betreffend Fahrverbote verhindern, Schaden für hessische Bürger abwenden, Drucksache 19/6785. Als erste Rednerin hat sich Frau Kollegin Dorn von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben gerade zwei Gruppen in Hessen, die erheblich verunsichert sind, seit dem Dieselskandal und jetzt seit dem Urteil für Fahrverbote in Frankfurt. Die erste Gruppe sind die Dieselfahrer. Die haben sich teilweise neuen Diesel gekauft vor wenigen Jahren. Jetzt mussten sie erfahren, dass ihr Diesel viel mehr Schadstoffe ausstößt, als auf dem Papier steht. Das gilt übrigens auch für die angeblich ökologischen Modelle, für einige von diesen Modellen. Und nun hören Sie, dass Ihre Autos in einige Innenstädte möglicherweise nicht mehr fahren können und dass auch jetzt Fahrverbote für Frankfurt drohen. Diese Dieselfahrer fühlen sich nicht nur völlig enttäuscht von der Automobilindustrie, sie wurden völlig getäuscht von der Automobilindustrie. Und dafür muss die Automobilindustrie endlich Verantwortung übernehmen. Und die zweite Gruppe sind die Anwohnerinnen und Anwohner der Straßen, der hochbelasteten Straßen. Die Grenzwerte für die Luftreinhaltung gelten ja jetzt schon seit einigen Jahren. Und diese Grenzwerte dienen dem Gesundheitsschutz. Davon sind gerade ältere Menschen betroffen, kleine Kinder, Menschen, die schon Lungenerkrankungen haben. Und die sind erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Und dazu gehört auch die Wahrheit, dass gerade Menschen mit niedrigem Einkommen an diesen belasteten Straßen leben. Und deswegen ist es auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und an dieser Stelle möchte ich einmal erinnern an die FDP, was Ihre Lösung vor einem Jahr war. Sie haben nämlich im Sommer letzten Jahres, Herr Kollege Lenders, nicht Sie persönlich, sondern Frau Beer, die Grenzwerte angezweifelt. Sie hatten die Lösung, man könnte ja die Grenzwerte einfach anpassen. Also gleiches Gesundheitsrisiko, weiter schmutzige Diesel. Das war auch die Forderung von Herrn Kollege Lindner. Das hätte man einmal jetzt dem Gericht vortragen sollen als Lösung. Damit helfen Sie keinem einzelnen Dieselfahrer und keinem einzigen Dieselfahrerin. Uns geht es darum, dass wir zum einen die Gesundheit der Menschen schützen und dass wir zum anderen Fahrverbote für Dieselfahrer vermeiden. Dafür gibt es eine Lösung, eine schnelle Lösung, eine wirksame Lösung und eine, die endlich mehr Gerechtigkeit für die getäuschten Verbraucherinnen und Verbraucher bringen würde. Das wäre eine Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen auf Kosten der Automobilhersteller. Und genau das fordern wir. Und dafür muss sich die Bundesregierung endlich konsequent einsetzen. Seit 2,5 Jahren arbeiten Umweltministerium und Verkehrsministerium auf Bundesebene dafür, dass wir endlich als Land geholfen bekommen, dass es endlich eine Nachrüstung gibt. Und sie hätte längst handeln können, die Bundesregierung. Es ist viel kostbare Zeit verloren gegangen. Und ich will es einmal ganz deutlich sagen. Politik darf nicht zum Büttel der Automobilindustrie verkommen. Und jetzt muss man sich einmal das Muster überlegen, dass wir kennen von der Automobilindustrie seit den 80ern. In den 80ern gab es ja die Einführung des Katalysators und des bleifreien Benzins. Wir kennen aus dem Jahr Anfang 2000, da wurden die Umweltzonen eingerichtet. Da ging es damals um den Rußpartikelfilter beim Feinstaub. Jetzt geht es um die Stickoxide. Wir haben immer das gleiche Muster. Am Anfang heißt es, das ist alles gar nicht nötig vonseiten der Automobilindustrie. Danach heißt es, es ist aber technisch gar nicht möglich. Und wenn Sie sich an den Dieselgipfel erinnern, war es genau so. Es hieß, Hardware-Nachrüstung sind nicht möglich, nur Software-Nachrüstung.
dann wird irgendwann in der dritten Phase zugegeben, na ja, technisch ist es schon möglich, aber es ist so wahnsinnig teuer, dass die Automobilindustrie in Deutschland enorm gefährdet wäre. Und jetzt schauen wir doch einmal die Kosten an. Am Anfang hieß es Kosten von 5.000 € für die Nachrüstung. Jetzt gibt es längst Gutachten, das Umweltbundesamt hat angefangen, es gab bestätigende Gutachten. Wir reden von Kosten zwischen 1.000 und 3.000 € für so eine Nachrüstung. Und dann schauen wir uns doch einmal die Umsatzentwicklung der Automobilindustrie der letzten Jahre an. Ist denn die Automobilindustrie wirklich gefährdet in Deutschland? Wir haben 2017 einen Rekordumsatz gehabt der deutschen Automobilindustrie, eine weitere Steigerung um 4% zum Vorjahr. Wir haben gerade keine Gefährdung in diesem Bereich. Und deswegen ist es endlich notwendig, dass diese Nachrüstung kommt. Es wird deswegen Zeit, dass wir zur vierten Stufe vorrücken. Die gab es nämlich bisher auch. Das Einlenken, eine Lösung. Und ganz oft wurde dann von der Seite der Automobilindustrie gesagt, wir haben technische Innovation. Und ich finde, wir haben uns die drei letzten Stufen lang genug angehört bei den Stickoxiden. Es wird endlich Zeit, dass wir einlenken, dass es eine Lösung gibt. Und das wäre übrigens auch für Frankfurt die schnellste und effektivste Maßnahme neben den Maßnahmen, die bereits geplant sind. Und da können Sie in meinen Luftreinhalteplan schauen. Der ist ja öffentlich. Da sind aufgeschrieben, dargestellt, wie würde denn eigentlich es wirken, eine Nachrüstung zu den bisher geplanten Maßnahmen. Ohne die Nachrüstung wären wir bei einer Grenzwertüberschreitung von über 60 Straßen, da würden wir wirklich über eine zonale Fahrverbote reden. Wenn wir aber eine Nachrüstung machen, dann wäre es eben keine ganze Zone mehr, da wären es einzelne Straßen, und auch das nur für wenige Jahre, für ein bis zwei Jahre. Meine Damen und Herren, wenn es um einzelne Straßen für eine kurze Zeit geht, dann finden wir gemeinsam mit Frankfurt eine Lösung, aber dafür brauchen wir endlich die Nachrüstung. Ich habe mich heute ganz bewusst entschieden, ich fange jetzt nicht an mit der Frage, hat Frankfurt genug für die Verkehrswende getan? Ist Wiesbaden möglicherweise besser? Das kann man alles tun. Aber wir müssen einmal ehrlich sein, im Gesamtergebnis ist es nicht entscheidend. Im Gesamtergebnis wissen wir, dass wir als Länder und die Kommunen ohne eine wirkungsvolle Hilfe von Bundesseite, dass wir nicht vorankommen. Wir brauchen den Bund und die Nachrüstung. Nur dann können wir es schaffen, die Grenzwerte einzuhalten. Aber selbstverständlich müssen wir nachweisen, dass wir als Landesregierung, dass das Land seiner Verantwortung gerecht wird. Und das sind wir. Wir haben die Blockade, die ewige Blockade der FDP bei den Umweltzonen endlich aufgehoben. Es war so, dass Umweltministerin Puttrich in der letzten Legislaturperiode, Herr Hahn, das war leider nicht zum Lachen, wurde jede einzelne Umweltzone von Ihnen blockiert. Wir haben jetzt 6 Umweltzonen in Hessen eingerichtet. Wir haben die Luftreinhaltepläne mit den Kommunen gemeinsam vorangebracht. Wir haben teilweise Programme erst möglich gemacht. Schauen wir nach Wiesbaden und die Flottenumrüstung der Busse auf E-Mobilität. Wir haben ein bundesweit einmaliges Schülerticket. Wir haben ein bundesweites einmaliges landesweites Jobticket. Wir haben eine Rekordfinanzierung beim ÖPNV. Wir haben in Fuß- und Radwege investiert. Wir haben die Verkehrswende in Hessen eingeleitet. Und gerne können wir darüber reden, was noch an zusätzlichen Maßnahmen nötig ist. Wir haben noch eine Menge vor. Aber eines ist doch klar. Kurzfristig für die Frage der Luftreinhaltung, da brauchen wir die Unterstützung der Bundesebene, da brauchen wir endlich eine Nachrüstung der Dieselfahrzeuge auf Kosten der Hersteller. Und ich freue mich sehr, dass die ganze Koalition, dass die ganze Regierung auf Landesebene diesen Druck nun weiter verstärkt auf Bundesebene. Und wie man sehen kann, es hat schon entsprechend Wirkung entfaltet. Die CDU fängt an, umzudenken. Ich finde es auch gut, dass die SPD uns bei dieser Forderung unterstützt, denn wir brauchen diesen Druck. Sie brauchen sich ja nicht freuen, aber ich fand es gut. Wir brauchen diesen Druck, und das meine ich ganz ernst, liebe Kollegen der SPD, weil im Moment es so ist, dass Bundesverkehrsminister Scheuer dadurch auffällt, Gründe zu erfinden, warum die Nachrüstung nicht geht. Und angeblich ist es im Moment so, dass Software-Nachrüstung meint, er wäre effektiver als Hardware-Nachrüstung. Das steht einem vollkommen. Was habe ich denn gerade gesagt? Also, entweder wollen Sie jetzt, dass die mit uns im Boot sitzen oder nicht, aber entscheiden Sie sich mal. Herr Scheuer meint, dass Software-Nachrüstung effektiver wäre als Hardware-Nachrüstung. Es gibt aber ganz viele Gutachten, die zeigen genau das Gegenteil. Ich kann hier mal den ADAC zitieren. Das ist normalerweise eine Organisation, die wir nicht ganz so oft zitieren als GRÜNE.
Und die haben nachgewiesen, dass man bei Pkw je nach Temperatur bei der Hardware-Nachrüstung eine Reduktion von 50 bis 68% messen könnte. 50 bis 68%. Und da sehen Sie, Hardware-Nachrüstungen sind extrem wirksam. Und deswegen meine ich heute, dass wir ein ganz starkes Signal aus diesem Hessischen Landtag aussenden sollten. Und deswegen haben wir Ihnen ganz bewusst einen ganz einfachen, einen ganz schnörkellosen Antrag vorgelegt, der verzichtet auf jegliche weitere Bewertung. Weil uns ist klar, bei diesem Thema kann man an der einen oder anderen Stelle eine andere Perspektive haben. Aber ich finde, in der einen Forderung müssten wir doch gemeinsam hier stehen. Ich lese Ihnen mal vor, damit Sie wissen, über was wir nachher abstimmen wollen. Der Landtag wolle beschließen. Der Landtag unterstützt neben den bereits ergriffenen Maßnahmen der Landesregierung deren Forderung, dass die Automobilindustrie auch die Hardware der Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten nachrüstet. Das wäre die effektivste Maßnahme, um die Stickstoffdioxidwerte deutlich zu senken und die in der Europäischen Union geltenden Grenzwerte einhalten zu können. Durch entschlossenes Handeln der Bundesregierung könnten so generelle Fahrverbote auch in belasteten hessischen Städten vermieden werden. Diesen Antrag haben wir Ihnen vorgelegt. Ich denke, hinter diesem Ansinnen müsste sich das ganze Haus versammeln können. Ich denke, dass wir angesichts der Situation in Frankfurt diesen Druck auch brauchen, den Druck des gesamten Hauses. Insofern würde ich mir wünschen und fordere Sie auf, stimmen Sie alle unserem Antrag zu. Lassen Sie uns ein gemeinsames Signal an die Bundesregierung heute setzen gegen Fahrverbote und für gesunde Luft. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Als nächster Redner spricht nun Kollege Eckert von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Betrug der Automobilindustrie gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern und dessen Auswirkungen ziehen sich durch die politische Debatte seit dem Aufkommen des Dieselskandals und, um es jetzt auch noch einmal ganz am Anfang deutlich zu sagen, Betrug muss man auch Betrug nennen und darf es nicht mit Verniedlichungen wie Schummelsoftware, Schmutzeleien der Automobilindustrie und anderen verniedlichen, wie wir das immer lesen können, sondern es auch so benennen. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit in 65 Städten, darunter die Stadt Frankfurt, aber auch Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach oder auch beispielsweise Limburg, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid überschritten. Trotz Software-Updates und Umtauschprämien sinken die Belastungen nicht hinreichend. Auch Flottenerneuerungen haben kurzfristig nicht den hinreichenden Effekt auf die Luftqualität in unseren Städten. Mobilität für Menschen und Wirtschaft zu organisieren und zu ermöglichen und gleichzeitig Menschen vor Belastungen durch Lärm und Luftverschmutzung zu schützen, ist die Herausforderung für staatliche Regulierung. Seit dem Aufkommen des Dieselskandals, aber spätestens nach den ersten Urteilen zu Dieselfahrverboten, war klar, ein Aussitzen und Wegducken allein reicht nicht, meine Damen und Herren. Gerade deshalb ist das Handeln oder auch das Nichthandeln der amtierenden hessischen Landesregierung in vielen Bereichen nicht nur falsch und fahrlässig, nein, es kommt schlicht einer Arbeitsverweigerung nach, meine Damen und Herren. Und damit schaden Sie Menschen in den Städten, den Pendlerinnen und Pendlern, Handwerkern und Dienstleistern, dem Handel in unseren Städten und vielen, vielen Betroffenen. Nach der Auffassung des Verwaltungsgerichts in Wiesbaden ist der Luftreinhalteplan der Landesregierung für die Stadt Frankfurt unzureichend, meine Damen und Herren. Und ich habe ja noch ein paar andere Städte aufgezählt. Auch Limburg wurde jetzt heute angekündigt, gibt es die nächste Klage dazu. Das wird uns weiter beschäftigen. Aber warum erwähne ich auch Limburg dabei? Für Limburg kenne ich den Entwurf des Luftreinhalteplans, den das Land vorgelegt hatte. Und in Limburg vor Ort war man fassungslos, ob der wenig tiefgründigen, um es freundlich zu formulieren, Sachkunde und Ortskunde, den die Landesregierung an den Tag legt und mit welchen Vorschlägen sie um die Ecke gekommen sind. Er war von Anfang an untauglich, meine Damen und Herren. Und deswegen verwundern eine solche Urteile, wie sie jetzt wegen Frankfurt gefallen sind, nicht. Deswegen das Urteil der vergangenen Woche gegen Sie als Landesregierung ergangen. Deswegen liegt auch die Verantwortung bei Ihnen, meine Damen und Herren. Sie tragen Mitverantwortung für drohende Fahrverbote in hessischen Städten.
Sie waren und sind gefordert, wirksame Maßnahmen vorzuschlagen. Weiter wegducken, das reicht nicht. Aber Sie bleiben bei Ihrer Haltung und ducken sich auch heute wieder hier im Plenum weg. Ganz einfach. Sie in der Koalition wissen nicht, was Sie wollen. Zumindest können Sie sich nicht einigen. Und die Leidtragenden sind die Menschen in den betroffenen Städten, sind die Menschen in Frankfurt, meine Damen und Herren. Denn was da das segensreiche Wirken der Landesregierung sein soll, wo wir jetzt zustimmen sollen, wie Frau Kollegin Dorn hier gerade eben geworben hat, das sehen wir in keinster Weise. Wir haben schon lange gefordert, dass wir z.B. auch in Hessen einen Dieselgipfel in unserem Bundesland einberufen müssen, bei dem wir alle Beteiligten, Betroffene und Verantwortliche zusammenrufen müssen, damit wir Lösungen erarbeiten und umsetzen können. Aber auch dieser Idee verschließt sich die Landesregierung hartnäckig, und das ist Ihre Verantwortung, meine Damen und Herren. Aber ehrlicherweise kann man ja fast nachvollziehen, weil wenn wir zu so einer Runde in Hessen kommen würden, dann würde ja offenkundig, dass in den letzten 20 Jahren unter CDU-Verantwortung die Mobilitätspolitik schonungslos offengelegt werden würde, und jeder und jede in diesem Land würde noch einmal vor Augen bekommen, wann und wo sie entweder nichts getan haben oder, wenn sie etwas getan haben, falsch getan haben. Die dringend nötige Verkehrswende mit günstiger, sauberer und in Stadt und Land verfügbarer Mobilität hat nicht stattgefunden in Hessen, meine Damen und Herren. Aber auf Ihre Befindlichkeiten in der Koalition können die Menschen keine Rücksicht nehmen. Deswegen fordern wir Sie auch heute noch auf. Kommen Sie auch Ihrer Verantwortung nach. Berufen Sie z.B. in Hessen endlich einen Dieselgipfel ein, um gemeinsam die Herausforderungen zu meistern. Wenn Sie das nicht tun, wie viele andere Maßnahmen auch bei effektiven Luftreinhalteplänen und Ähnlichem mehr, dann ist es die Verantwortung auch des Landes. Deswegen kommen Sie an den Stellschrauben, wo Sie handeln können, auch endlich nach und handeln Sie, meine Damen und Herren. Aber was auch überhaupt nicht sein kann, meine Damen und Herren, ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende die Dummen sind, dass Sie in gutem Treu und Glauben Investitionen getätigt haben und es nun zu einer quasi kalten Enteignung gleichkommt, wenn Sie Ihr Kfz nicht mehr nutzen können oder dürfen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen am Ende nicht die Zeche für die Fehler, für den Betrug der Automobilindustrie und für die Handlungsunfähigkeit dieser Landesregierung in der Verkehrspolitik zahlen, meine Damen und Herren. Und um es an der Stelle deutlich zu sagen, die Kosten für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen muss die verantwortliche Automobilindustrie zahlen. Oder um es mit den Worten des saarländischen Verbraucherschutzministers Reinhold Joost zu sagen, Frau Präsidentin, ich zitiere, wer bescheißt, der zahlt. Meine Damen und Herren, genau da hat er recht. Ja, es braucht auch den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, der Modernisierung der Busflotten und Innovationen, vor allem bei Wirtschaftsverkehren und Antriebssystemen, statt Fahrverbote, meine Damen und Herren. Zur kurzfristigen Erreichung der Grenzwerte führt kein Weg an einer Hardware-Umrüstung vorbei. Der Bund muss sich endlich bewegen und der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer seine Blockade endlich beenden. Es ist gut, meine Damen und Herren, es ist gut, wenn sich Konservative formal nun nach langem Zögern der Forderung der Bundesumweltministerin Svenja Schulze oder unseres stellvertretenden Bundesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel angeschlossen haben und diese Nachrüstung auf Kosten der Verursacher, auf Kosten der Automobilindustrie fordern. Es ist aber doch Ihr Parteifreund der Unionsfamilie, Andreas Scheuer, der für diese Blockade in Berlin verantwortlich ist. Deswegen, auch wenn er heute nicht hier ist und sich für dieses Thema nicht so richtig interessiert, wäre der stellvertretende Bundesvorsitzende der Union ja einmal gefordert, hier nicht nur reden, sondern in Berlin sich einmal mit den Forderungen auch ernsthaft einsetzen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, die Kanzlerin hat ja jetzt gesagt, da müssen wir mal drüber reden, da sollte Bewegung in die Sache kommen. Na ja, das mit der Richtlinienkompetenz und wenn sie sich streitet mit CSU-Ministern, das haben wir in den letzten Wochen und Monaten in diesem Land erlebt. Da setzt sie sich leider nicht durch in dem Falle. Deswegen nehme ich ihr das auch nicht ab, meine Damen und Herren, wenn sie sich jetzt da an die Spitze der Bewegung setzen will. Und ich bin auch sehr misstrauisch, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen der Union hier, wenn Sie sagen,
Wir wollen die Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Industrie. Sie machen so viele Pirouetten in Ihrem Wahlprogramm, in Ihren Ansagen bis hin zur Bundesebene, zu Ihrer Generalsekretärin Frau Kramp-Karrenbauer und viele andere, dass ich Ihnen nicht glaube, dass Sie diese Forderung ernst meinen, vor allem weil Ihr Argument in Berlin zum einen vor allem die Landtagswahl in Hessen ist. Eigentlich sollte die Gesundheit der Menschen schon auch Motivation für eine solche Forderung genug sein. Aber es kommt doch immer, wird doch immer wieder deutlicher, die Menschen fühlen sich alleingelassen, wenn Sie sagen, es muss auf Kosten der Industrie nachgerüstet werden, aber es sind Ihre Parteifreunde, die genau das verhindern. Die Menschen fühlen sich von Ihnen alleingelassen, wenn Sie hier im Land nicht Ihren Aufgaben nachkommen und Gerichte Ihre Luftreinhaltepläne in der Luft zerreißen. Politik muss die Kraft und den Willen haben, aktiv zu gestalten und Menschen zu schützen. Wenn sie das nicht schafft, verliert sie das Vertrauen der Menschen. Die Wirksamkeit, Effektivität, die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit von SCR-Systemen ist erwiesen. Ich muss keine Wenns und Abers mehr einbauen. Ich muss klar und deutlich sagen, Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Verursacher ist das Gebot der Stunde, ohne Wenn und Aber. Sie sind sinnvoll, sie sind machbar, und sie sind auch schnell machbar, meine Damen und Herren der Union. Und deswegen sind das alles Ausreden, die Sie einbauen. Deswegen, meine Damen und Herren der Landesregierung, das Heft des Handelns liegt in dem Fall auch bei Ihnen. Sie haben auch Ihre Verantwortung zu tragen. Rufen Sie einen Dieselgipfel für gemeinschaftliche Lösungen ein. Erstellen Sie Luftreinhaltepläne, für die wirklich greifen und nicht nur weiße Salbe sind. Brechen Sie den Widerstand gemeinsam mit uns von Kanzlerin und Minister für die Nachrüstung der Dieselautos. Und das, was Sie als Antrag vorgelegt haben, dieses Land hat keine Zeit, darauf zu warten, bis Schwarz-Grün sich intern einigt, was Sie mit dem Urteil zu Frankfurt eigentlich anfangen sollen, meine Damen und Herren. Deswegen, Frau Präsidentin, letzter Satz. Wenn Sie den Willen und die Kraft dazu nicht haben, tatsächlich etwas zu lösen, dann sind Sie da verkehrt, wo Sie jetzt sind. Die Landesregierung hat Verantwortung. Die Landesregierung trägt die Verantwortung für den Luftreinhalteplan. Und der ist mit Bausch und Bogen in letzter Woche zerrissen worden. Und deswegen fangen Sie an zu handeln, werden Sie tätig, und dann kümmern wir uns auch gemeinsam um den Bund, dass dort etwas passiert. Herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Eckert. Für die FDP-Fraktion spricht nun Kollege Rock. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Hessen ist ins Herz getroffen. Hessen ist ins Mobilitätsherz und ins wirtschaftliche Herz getroffen. Ich will das hier auch noch einmal unterlegen mit Zahlen, weil manchmal habe ich den Eindruck, dass noch nicht jedem klar ist, über welche Dimensionen wir hier sprechen. Das Urteil, das ist eben durch den Wortbeitrag schon deutlich geworden, das Urteil, das die Hessische Landesregierung erhalten hat, das ist bezieht auf den Luftreinhalteplan der Umweltministerin. Dieses Urteil ist weitreichend. Es ist weitreichend, und ich will Ihnen das noch einmal in einigen Fakten darlegen. Die Kammer in Wiesbaden, das Urteil in Wiesbaden führt dazu, dass ab dem 1. Februar nächsten Jahres, in gut 4 Monaten, zonenbezogen in Frankfurt, der Richter hat vorgeschlagen, den Autobahnkreis zu nutzen, außergewöhnlich ein sozusagen flächenbezogenes, zonenbezogenes Fahrverbot für Diesel ab dem 1. Februar in gut 4 Monaten für die Diesel Euro 1 bis 4 und für die Benziner Klasse 1 und 2. Das bedeutet, und zusätzlich noch ab 1. September für die Diesel 5. Das bedeutet für die Stadt Frankfurt, dass 98.000 Halter von Fahrzeugen in Frankfurt betroffen sind, direkt betroffen sind,
98.000 Halter von Fahrzeugen sind in Frankfurt von diesem Urteil betroffen. Sie können immer sagen, na ja, das sind manchmal auch Familien, das sind also deutlich mehr Bürger betroffen als Halter. Und wenn es nur der Vermögensschaden ist, aber in Frankfurt ist man direkt betroffen. Man kann sein Auto ab 1. Februar nicht mehr aus der Garage fahren. 98.000 Halter, 98.000 Fahrzeuge sind betroffen. Im Ballungsraum Rhein-Main sind es 700.000 Fahrzeuge. 700.000 Fahrzeuge sind betroffen. Und in ganz Hessen sind es 1,16 Millionen Fahrzeuge. Mindestens jeder dritte Hesse ist von diesem Urteil betroffen. Das kann doch nicht Aufgabe der Stadt Frankfurt sein, diese Probleme zu lösen. Das ist Aufgabe der Hessischen Landesregierung, diese Probleme zu lösen. Und wissen Sie, die Mobilität in der Wirtschaft, Handwerk, Industrie, Gewerbe, 90% dieser Fahrzeuge sind Dieselfahrzeuge. Der Schaden für die Wirtschaft, der dadurch entsteht, der ist gar nicht abzuschätzen, so groß ist er. Der ist gar nicht abzuschätzen. Dieser große wirtschaftliche Schaden, der dort entsteht, der ist gar nicht abzuschätzen. Wenn Sie sich das vor Augen führen und wenn Sie noch den zweiten Bereich, den der Richter deutlich gemacht hat, den zweiten Bereich dazu nehmen. Er hat nämlich gesagt, dass Ausnahmeregelungen nur zeitlich begrenzt möglich sind und finanziell so gestaltet sein müssen, dass sie einen Anreiz zur schnellstmöglichen Umrüstung geben. Das heißt, auch mit Ausnahmegenehmigungen werden Sie sich nicht helfen können. Und was heißt denn das? Es gibt ja Leute, die sagen, ach komm, wir machen ein Freifahrtticket, dann ist das Problem gelöst. Zwei Drittel der Busflotte in Frankfurt ist betroffen. 60% aller Taxis in Frankfurt sind betroffen. Wer soll denn die Leute fahren, die diese Tickets kriegen? Wer fährt denn am 1. Februar den Müll weg in Frankfurt? Kein einziges Fahrzeug der Müllversorgung darf mehr fahren. Wer fährt denn den Müll in Frankfurt weg ab 1. Februar? Tragen denn die Grünen dann in Biotüten irgendwo hin? Nein, das ist doch einmal eine Frage, die man sich stellen muss. Und wenn Sie dann überlegen, was für ein Gesundheitsstandort Frankfurt ist, wichtige Kliniken und Ärzte, wie erreichen wir die? Wenn Sie überlegen, die Messe Frankfurt ist in diesem Ring. Die Auswirkungen für die Wirtschaft in Hessen, die Auswirkungen für die Mobilität in Hessen, die sind so gigantisch, so groß. Und ich glaube, das ist durch diese Zahlen auch einmal klar geworden. Und wenn die GRÜNEN jetzt wieder sagen, es gibt ein Gutachten, Nachrüsten kostet 1.000 €, es gibt ein Gutachten, es kostet 5.000 €, vielleicht sind es dann in der Mitte 3.000 € im Schnitt. Bei 1 Million Fahrzeuge in Hessen, das sind Milliarden Vermögensschäden für die hessischen Bürgerinnen und Bürger. Und da bin ich ganz bei der SPD, das ist eine kalte Enteignung der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und jetzt sage ich Ihnen einmal zwei Dinge. Ich erwarte von dieser Landesregierung, dass sie hier an diesem Pult heute erklärt, sie wird auf jeden Fall Rechtsmittel einlegen. Sie wird sich jetzt vorbereiten, diese Rechtsmittel einzulegen. Und sie wird sich ganz klar hier äußern. Es wird nicht ewig abgewartet, und es wird noch beraten in der Koalition. Es ist ganz klar, dieses aus unserer Sicht unverhältnismäßige Urteil muss in einem Obergericht überprüft werden. Das kann nicht Bestand haben. Dieses Urteil darf nicht Bestand haben. Und jetzt sage ich Ihnen noch einmal etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt. Es ist ja geradezu absurd, was wir hier erleben. Hier kommen die GRÜNEN vor, deuten mit dem Finger auf die Bundesregierung. Das ist okay. Diese Bundesregierung, gerade ihr CDU-CSU-Teil, hat uns die letzten 6 Monate wirklich nur noch den Kopf schütteln lassen. Seehofer, Scheuer, man kann ja gar nicht mehr sagen, wie viele Problembären diese Bundesregierung hat. Das ist richtig, dass man sagt, hier muss etwas passieren, und wir müssen auch auf Bundesebene reagieren. Aber man kann doch nicht von seinem eigenen Problem ablenken, indem man versucht, auf ein anderes Problem zu zeigen. Sie haben hier die Verantwortung. Also erklären Sie uns sofort
Hier an dieser Stelle wird die Landesregierung auf jeden Fall Klage einreichen und dieses Urteil überprüfen lassen. Zweitens. Werden Sie einen Krisenstab einrichten? Es ist über eine Woche her, dieses Urteil. Mit diesen Auswirkungen werden Sie einen Krisenstab einrichten? Oder soll die Stadt Frankfurt das alles irgendwie, die kriegen das schon hin? Frau Dorn hat ja so getan, die sperren zwei Straßen, dann wird es schon irgendwie. Das ist, Sie streuen den Menschen Sand in die Augen. Am 1. Februar schlägt dieses Urteil sonst zu, und dann wird es einen Stillstand in Frankfurt geben, den sich heute hier überhaupt niemand vorstellen kann. Und keiner in diesem Saal und kein Mitglied dieser Regierung kann sagen, ups, das habe ich aber jetzt nicht gewusst. Wie konnte denn das passieren? Das ist Ihre Verantwortung, und liebe Kolleginnen der Union in dieser Landesregierung. Bitte nehmen Sie den GRÜNEN diese Verantwortung für diesen Bereich weg. Nehmen Sie der Umweltministerin das weg. Der Ministerpräsident muss diese Aufgabe zur Chefsache machen. Das ist eine zentrale Herausforderung für unser Land in einem Ausmaß. Das muss der Ministerpräsident an sich ziehen. Das ist von solcher Bedeutung. Das muss er tun. Und wissen Sie auch, warum? Weil die Frau Ministerin und der Herr Minister mit der Deutschen Umwelthilfe nämlich guten Kontakt haben. Die, die uns verklagt haben, die haben nämlich laut unserer Anfrage hier allein 150.000 € netto Fördermittel aus den zwei Ministerien bekommen, die Deutsche Umwelthilfe. Ja, haben Sie. Sie haben doch gar keinen richtigen Abstand zu diesem Thema. Das haben wir doch hier von Frau Dorn gehört. Sie sagt doch, eigentlich ist es das, was wir wollen. Das ist Ihre Verkehrswende, was dieser Richter geurteilt hat. Das ist doch das, was Sie wollen. Und ich habe hier, Sie haben doch hier ein Interview gegeben. Sie haben sich doch geäußert, Herr Al-Wazir. Hätten Sie es mal gelesen? Ich habe es gelesen. Ich habe es sogar unterschrieben. Ja. Vielen Dank für Ihren Zwischenruf. Herr Minister, bitte keine Zwischenrufe. Danke, Frau Präsidentin. Ich lese mal kurz vor. Vielleicht verstehen Sie es ja auch anders als ich. Sie werden gefragt, wird die Landesregierung die vom Verwaltungsgericht verlangte Dieselfahrverbote in Frankfurt hinnehmen, oder werden Sie Rechtsmittel einlegen? Eine ganz klare, einfache Frage, auf die Sie aber nicht geantwortet haben. Sie haben gesagt, wir prüfen das. Wir prüfen das. Wir werden einmal die schriftliche Begründung abwarten. Dann prüfen wir das. Sie ziehen hier nicht eindeutig Position gegen dieses unverhältnismäßige Urteil. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege. Frau Präsidentin, es wäre ja vielleicht mal nett, wenn Sie hier auch mal für Ruhe sorgen könnten, dass der Redner überhaupt noch einen Gedanken hier fassen kann und seine Rede zu Ende bringen kann. Herr Kollege Lenders, wir haben sehr wohl darauf geachtet, und wenn es weiter laut geworden wäre, hätten wir auch eingegriffen. Also, Herr Redner, der Herr Redner hat jetzt das Wort. Herr Rock, bitte schön. Dann habe ich noch einmal die nächsten zwei Aussagen von Herrn Al-Wazir. Können Sie als Verkehrsminister und als Grüner das Thema einfach ausklammern? Nein, ich klammere das Thema nicht aus. Im Gegenteil, wir GRÜNEN kämpfen ja schon lange für die Verkehrswende. Im Endeffekt ist das, was jetzt geurteilt ist, im Grunde das, was in Ihrem Programm steht mit Ihrer blauen Plakette. Eigentlich ist Ihnen doch ganz recht, was die Deutsche Umwelthilfe gegen Ihren fehlerhaften Plan durchgesetzt hat. Und am Schluss wird es natürlich noch so, wie Frau Dorn es hier auch vorgetragen hat, fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, rechnen Sie mit einem Aufstand der Pendler? Da sagen Sie, die Pendler sind zu Recht empört, aber es gibt naturgemäß unterschiedliche Interessen. Alles, was ich vor Arbeit sage, kann ich mir eigentlich sparen. Das hat mir schon mein Deutschlehrer beigebracht. Herr Kollege Rock, Sie müssen zum Ende kommen. Ist so. Und darum komme ich jetzt zum Ende. Diese Landesregierung muss klarmachen, sie geht gegen das Urteil vor. Sie muss klarmachen, es gibt einen Krisenstab. Und die GRÜNEN dürfen für diese Aktion nicht die Verantwortung haben, weil eigentlich wollen sie ja, was der Richter erklärt hat. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Für eine kurze Intervention hat sich Kollege Wagner von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Herr Kollege, Sie haben 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, Herr Kollege Rock, ich habe mich gemeldet, weil Sie in ziemlich drastischer Art und Weise beschrieben haben, was aus Ihrer Sicht die Konsequenzen wären, wenn tatsächlich Fahrverbote in Frankfurt kämen, so wie das Gericht das jetzt entschieden hat. Sie haben davon gesprochen, dass durch den Betrug der Automobilindustrie bei den Grenzwerten die Autokäufer betrogen wurden. Sie haben sogar den Begriff der Enteignung
in den Mund genommen. Und da Sie die Situation so drastisch schildern, und ich will jetzt nicht in die Debatte gehen, ist es so drastisch, ist es nicht so drastisch, Sie haben sie so geschildert, ich nehme es so, wie Sie es gesagt haben, habe ich eine ganz einfache Frage an Sie. Wenn das so dramatisch ist, unterstützen Sie uns dabei, dass es Hardware-Nachrüstungen zulasten der Hersteller gibt? Ja oder nein, Herr Kollege Rock, dazu haben Sie nichts gesagt. Sie haben jetzt die Gelegenheit. Ja oder nein zu Hardware-Nachrüstungen zulasten der Hersteller? Herr Kollege Rock, Sie haben 2 Minuten, um das zu erwidern. Bitte schön. Frau Präsidentin, ich lasse mir von Ihnen nicht vorschreiben, wie ich eine Antwort hier formulieren zu haben. Ich sage Ihnen ganz klar, ich muss mich erst einmal ein bisschen beruhigen, weil ich einfach nicht verstehen kann, dass Sie nicht bereit sind, auf das einzugehen, was ich hier erklärt habe, weil ich immer noch unfassbar bin, dass diese Landesregierung das nicht ernst nimmt, was ich hier gerade vorgetragen habe. Aber wenn ich meinen Blutdruck jetzt ein bisschen gesenkt habe, dann gebe ich Ihnen einmal einen klaren Hinweis. Die FDP-Bundestagsfraktion hat einen eigenen Vorschlag eingebracht, wie man diese Umrüstung finanzieren kann. Im Grundsatz kann man sagen, ja, ich nehme die Automobilhersteller in die Haftung. Aber Sie wissen, dass das juristisch nicht so einfach ist. Darum haben wir einen Fonds vorgeschlagen, der dann auch von der Automobilindustrie mitfinanziert werden soll, weil wir an der schnellen Lösung interessiert sind für die Verbraucher. Deshalb haben wir unseren eigenen Vorschlag für eine schnelle Lösung dieser Nachrüstung. Danke, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es grenzt schon an politische Schizophrenie, wenn Volker Bouffier und Thorsten Schäfer-Gümbel auf die Bundesregierung zeigen, die jetzt bei der Automobilindustrie die Kostenübernahme für die Dieselnachrüstung erwirken soll. Dieser Schritt ist in der Tat schon seit 2 Jahren überfällig. Und muss ich wirklich SPD und CDU im Hessischen Landtag daran erinnern, welche Parteien seit dem Bekanntwerden des sogenannten Dieselskandals die Bundesregierung bilden? Wenn CDU und SPD in der Bundesregierung es zulassen, dass CSU-Verkehrsminister über viele Jahre eine betrügerische Automobilindustrie decken, dann kann man es nur scheinheilig nennen, wenn sie jetzt gemeinsam nach Berlin zeigen. Der sogenannte Dieselskandal war ja schon immer auch ein Politikskandal. Politiker haben den Herstellern seit vielen Jahren den Rücken freigehalten. Die Bundesregierung verhindert in Brüssel strengere Grenzwerte und schärfere Kontrollen. Was will man auch erwarten, wenn Politik und Konzerne ihr Spitzenpersonal austauschen? Der wohl bekannteste Fall Matthias Wissmann, 1993 bis 1998 Bundesverkehrsminister und bis 2007 für die CDU im Bundestag. Seit 2007 ist er Präsident des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Oder Thomas Steg, 2009 Wahlkampfberater der SPD, seit 2012 Cheflobbyist bei VW. Oder Michael Janssen, bis 2009 Büroleiter von Angela Merkel in der CDU-Zentrale, seit 2015 Leiter der Berliner VW-Vertretung. Oder Joachim Koschnicke, von 2011 bis 2011 Planungs- und Kommunikationschef der CDU, dann 2013 bis 2017 bei Opel für die Politik, also für die Lobbyarbeit zuständig. 2016 ist Koschnicke zu Verkehrsminister Dobrindt gefahren, um ihn davon zu überzeugen, dass die Abschaltautomatik im Modell Safira nicht so schlimm sei. Wissen Sie, wer ihn bei dieser Mission begleitet hat? Der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch höchstpersönlich. Er sekundiert den Autolobbyisten. 2017, mitten in der Abgasaffäre, holt Angela Merkel Koschnicke wieder zur CDU, diesmal als Wahlkampfmanager. Da ist es doch kein Wunder, warum das Thema im Bundestagswahlkampf der CDU kaum eine Rolle gespielt hat. Und das waren noch lange nicht alle. Aber wenn ich jetzt weitermachen würde, würde mir hier vorne schlecht und dem Publikum da oben vermutlich auch. Was hat denn das mit Glaubwürdigkeit zu tun? Ja, was hat es mit Politik zu tun, wenn jetzt so kurz vor der Wahl Fahrverbote drohen, sogar die CDU in Hessen fordert, dass die Autokonzerne für die Kosten der Nachrüstung aufkommen sollen?
Ihre Kanzlerin hätte schon vor 2 Jahren durchsetzen können. Aber auch Angela Merkel wird die Äußerungen aus Hessen als das abtun, was sie sind, Wahlkampftheater. Der Antrag, den die Regierungsfraktionen vorgelegt haben, ist lächerlich. Und wir könnten ihm ja Er ist lächerlich aufgrund der Dinge, die ich gerade beschrieben habe, nicht vom Inhalt. Vom Inhalt her teile ich ihn bis auf das Lobgehudel der Regierung. Und wenn Sie den halben Satz rausnehmen würde, könnten wir auch noch einmal darüber reden. Ansonsten ist er einfach lächerlich. Jetzt CDU und Grüne und SPD die Bundesregierung auffordern, die Automobilhersteller endlich in die Pflicht zu nehmen. Allen voran die CDU müsste den Beweis antreten, dass sie auch nur im Entferntesten daran interessiert ist, die betrogenen Verbraucherinnen tatsächlich zu entschädigen und für die Reinhaltung der Luft zu sorgen. Das ist aber ein verdammt langer Weg. Frankfurts CDU-Fraktionsvorsitzender Michael zu Löwenstein hat, wie gerade René Rock und Matthias Müller, der Präsident der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, zuletzt nach dem Richterspruch gesagt, dass das Land Hessen gegen das Urteil Berufung einlegen muss. Also die Glaubwürdigkeit der CDU an dieser Stelle mit diesem Antrag hier, die ist verdammt zweifelhaft. Das Urteil wäre ungerecht und schädlich für die Wirtschaft, behaupten die beiden. Ich sage ja, es ist ein verdammt langer Weg für die CDU. Gerecht ist, den Gesundheitsschutz für alle Menschen endlich durchzusetzen. Die anstehenden Entscheidungen des Gerichts für Wiesbaden, Darmstadt und Offenbach werden kaum anders ausfallen. In wenigstens 10 hessischen Städten werden die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide weiterhin regelmäßig überschritten. Wie beschämend ist es, dass ein Umweltschutzverband, ein grün geführtes Umweltministerium, daraufhin verklagt, endlich die Einhaltung der 1999 beschlossenen Grenzwerte zu besorgen. Seit spätestens Oktober 2014 war bekannt, dass selbst die meisten Euro 6 Diesel-Pkw den Grenzwert nur auf dem Papier, aber nicht in der Realität einhalten, wie Priska Hinz uns auf eine Kleine Anfrage antwortete. Das war ein Jahr vor Bekanntwerden des Abgasskandals in den USA. Was die Ministerin eigentlich in diesem Jahr mit dem Wissen gemacht, außer Klagen der deutschen Umwelthilfe abzuwehren? Im Juli 2011, also vor 7 Jahren, gab es die erste Klage wegen dauerhafter Überschreitung von Stickoxidgrenzwerten in Hessen. Damals noch von den Grünen unterstützt, hatte eine Wiesbadenerin gemeinsam mit der deutschen Umwelthilfe das Land Hessen verklagt. Damals noch jubelnd befinden sich die Grünen seit ihrer Regierungsbeteiligung im Abwehrkampf gegen Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Ja, es ist ein Abwehrkampf. CDU und Grüne sind endlich gezwungen, ihre Blockadehaltung aufzugeben, und nur wegen dieses Urteils. Das geht alles nicht ohne Verkehrswende. Mit der Nachrüstung von Dieselfahrzeugen könnten die Grenzwerte für Stickoxide eingehalten werden, die Klimaschutzziele jedoch nicht. Auch saubere Diesel sind klimaschädlich, und der Verkehr macht 1/3 der CO2-Emissionen aus. Wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen, muss ab 2030 der Großteil des Verkehrs klimaneutral sein, das heißt auch ohne Diesel-Pkw auskommen. Und da helfen die paar wenigen Polizeifahrzeuge, die da unten vor der Tür stehen, auch nicht wirklich. Das ist auch nur Placebo. Es ist zu spät, sich jetzt für eine blaue Plakette und neue vermeintlich saubere Diesel einzusetzen, die noch über 10 Jahre fahren werden. Wenn wir ernst machen wollen mit der Verkehrswende und dem Klimaschutz mit lebenswerten Städten und sozial gerechten Mobilitätsangeboten, brauchen wir den Nulltarif. Verkehrswende heißt nicht nur einen massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Verkehrswende heißt auch, allen Menschen den Zugang zur Mobilität zu ermöglichen. Dieser Ball liegt schon lange bei den grünen Ministern Al-Wazir und Hinz. Bei aller Schuldverschiebung und Bedauern über verschüttete Milch ist es jetzt die vordringliche Aufgabe der Politik, dass nicht die Dieselfahrerinnen und Fahrer für schwerwiegende Fehler von Politikern zahlen müssen. Die betrügerischen Autokonzerne müssen zur Verantwortung gezogen werden. Aber CDU und SPD sind leider dabei, gerade das zum wiederholten Mal komplett zu verbocken. Es dürfen keine Fahrverbote erlassen werden ohne Alternativen für die Mobilitätsbedürfnisse. Das kann z.B. mit elektrisch betriebenen Bussen, dem Vorrang für Fuß- und Radverkehr sowie der schrittweisen Einführung des Nulltarifs relativ schnell gelingen.
Besonders die Menschen mit geringem Einkommen sind auf den ÖPNV angewiesen. Und deshalb brauchen wir den Nulltarif. Der ist sozial und ökologisch sinnvoll. Abschließend möchte ich daran erinnern, dass wir Anfang dieses Jahres einen Antrag vorgelegt haben, in dem wir eine Menge Vorschläge zur Einhaltung der Grenzwerte und zur Einleitung der Verkehrswende gemacht haben. Wir verzichten daher auf einen neuen Antrag. Wenn die Hessische Landesregierung weitere Anzeigen und am Ende sogar Strafzahlungen vermeiden will, sollte sie unseren Antrag, den die Regierungsfraktionen abgelehnt haben, ja vielleicht noch einmal rausholen und zu Rate ziehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Bevor ich Herrn Kollegen Boddenberg das Wort erteile, möchte ich jemanden auf der Besuchertribüne begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich den rumänischen Minister für Geschäftsumfeld, Handel und Unternehmertum, seine Eminenz Herrn Stefan Radu Oprea und seine Delegation, sowie seine Eminenz Herrn Botschafter HC Emil Hurecianu. Seien Sie herzlich willkommen bei uns im Hessischen Landtag. Herr Kollege Boddenberg, Sie haben das Wort. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich könnte ja zunächst einmal sagen, Herr Kollege Rock, wenn die GRÜNEN heute dieses Thema nicht als Setzpunkt auf die Tagesordnung gesetzt hätten, wäre es möglicherweise in dieser Plenarsitzungswoche gar nicht thematisiert worden, aber geschenkt. Zum Zweiten will ich Ihnen, den Antragstellern und auch der SPD als Antragstellerin, mal ein paar Fragen stellen. Der Rechtsstaatspartei FDP stelle ich die Frage, halten Sie oder hielten Sie es wirklich für klug, dass man unmittelbar, nachdem man ein Urteil hat, dieses Urteil bisher zeitungsöffentlich ist, man unverzüglich Rechtsmittel einlegt, ohne die Urteilsbegründung zu kennen. Glauben Sie, dass das ein kluges Signal an mögliche Berufungsinstanzen ist? Ich und wir glauben das nicht. Und halten Sie es wirklich für klug, heute hier einen Antrag einzureichen, der in der Problembeschreibung ja durchaus das, was Herr Kollege Rock eben in seiner Rede vorgetragen hat, auch verschriftlicht hat? Und wo ich sage, dass viele der von Kollegen Rock angesprochenen Punkte tatsächlich so sind, die Dimension dieses Urteils ist eine völlig andere als die bisherigen Urteile an anderen Städten oder in anderen Städten der Bundesrepublik Deutschland. Halten Sie es wirklich für klug, dass man mal Rechtsmittel einlegen von der Landesregierung fordert, ohne aber materiell in diesem Antrag jedenfalls auch nur einen Hinweis zu geben, wie sie das denn begründen soll? Wir haben eben, Herr Kollege Hahn, über die Frage der Hardware-Nachrüstung gesprochen. Und nach unserer festen Überzeugung ist das, was wir bisher aus der Zeitung wissen, nämlich die Möglichkeiten über Nachrüstungen zu einer deutlichen Verbesserung der Ausstöße von Stickoxid zu kommen, nach Zeitungslektüre jedenfalls nicht ausreichend gewürdigt worden. Das würde ich aber gerne oder die Landesregierung erst einmal lesen, wie das Gericht zu diesem Urteil gekommen ist. Und da brauchen wir wichtige Hinweise, erst dann vorliegend, wenn wir die Urteilsbegründung schriftlich haben. Und dass Sie sich so beharrlich skizziert haben, eben das Thema Nachrüstung, das Sie noch nicht einmal auch nur mit einem Wort erwähnen in Ihrem Antrag, ja, irgendwie zu umgehen, spricht ja auch Bände. Es spricht dafür, dass Sie möglicherweise ein Problem haben, diese sehr glasklare Forderung an die deutsche Automobilindustrie zu stellen. Das tun die CDU, das tun GRÜNE und erfreulicherweise auch die Sozialdemokraten. Und dann schauen wir uns doch einmal an, wie die Situation zurzeit und aktuell ist. Der Bundesverkehrsminister ist angesprochen worden. Der Bundesverkehrsminister erklärt, er hält, und das macht er seit Längerem, er hält in Summe Nachrüstungen für weniger effizient und nachhaltig, auch volkswirtschaftlich für weniger sinnvoll, als das manche dies fordern tun. Ich sage ausdrücklich, ich habe und wir haben eine andere Auffassung als dieser Bundesverkehrsminister. Und das weiß dieser Bundesverkehrsminister auch schon seit Längerem und erst recht noch einmal mit Nachdruck verstärkt,
seit spätestens den letzten Tagen. Denn auch dem Bundesverkehrsminister ist klar geworden, dass es hier nicht um das Verbot, das Einfahrverbot in einzelnen Straßenzügen wie in Hamburg geht, sondern dass es sich um das gesamte Stadtgebiet der Stadt Frankfurt handelt, also jetzt auch unmittelbar und unverzüglich Handlungserfordernisse da sind. Und zur Automobilindustrie sage ich nur so viel. Auch da sollten wir den Blick ein bisschen weiter lenken. Denn wir reden natürlich über Fehlverhalten, Herr Eckert hat es ja angesprochen, von Managern. Sie haben von Betrug gesprochen. Es ist alles unzweideutig und unstreitig, dass wir das sehr klar so benennen. So ein bisschen sollten wir hin und wieder daran erinnern, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Konzerne nach wie vor einen ordentlichen Job machen und erst recht nicht Leidtragende sein dürfen am Ende des Tages von Fehlentscheidungen und Fehlverhalten in der Vergangenheit. Das wiederum heißt aber immerhin noch nicht und weiterhin nicht, dass wir die Automobilindustrie massiv in die Pflicht nehmen. Das hat Frau Kollegin Dorn völlig zu Recht gesagt. Am Ende müssen diejenigen, die den Schaden verursacht haben, auch einen erheblichen, entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass dieser Schaden wieder gutgemacht wird. Und jetzt sage ich sogar noch etwas Weitergehendes. Ich hatte am Wochenende Gelegenheit, mit maßgeblichen Politikern in Berlin zu reden. Ich darf auch sagen, mit der Bundeskanzlerin über diese Frage zu reden. Und da gibt es auch bei ihr, auch bei anderen Vertretern in Berlin schon Fragezeichen diesbezüglich. Wie ist das denn mit möglichen Rechtsansprüchen gegenüber der Automobilindustrie? Da muss man wahrscheinlich unterscheiden. Ja, Herr Kollege Rock, da muss man unterscheiden. Das sieht dann bei VW anders aus als bei vielen anderen Herstellern. Aber ich habe dem entgegnet, im Moment ist das nicht meine entscheidende Frage, sondern meine Frage ist an die Automobilindustrie. Was folgt denn Ihrer Ankündigung seit Jahren, indem Sie sagen, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen? Was folgt denn diesen Worten als konkrete Taten? Und deswegen muss auch die Industrie, die Automobilindustrie wissen, hier geht es gerade um sehr viel mehr als um eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Hier geht es um sehr, sehr viel mehr. Hier geht es darum, dass in dieser Gesellschaft schon seit vielen Jahren und spätestens begonnen hat das mit der Finanzkrise damals, Menschen das Gefühl haben, die da oben machen, was sie wollen. Und damit sind damals die Banker oder die Investmentbanker oder die Zocker, wie sie denn hießen, gemeint gewesen. Und wir müssen es bezahlen. Völlig losgelöst, ob und wie viel an dieser Behauptung und diesem Empfinden oder dieser Behauptung dran ist. Aber die Menschen empfinden das so, in weiten Teilen. Und wir haben andere Ereignisse in den letzten 10 Jahren gehabt. Ich will sie nicht alle nennen, aber ich komme jetzt zu dem aktuellen Problem. Ich kann verstehen, dass Menschen genau das jetzt gerade wieder empfinden. Und deswegen ist es nicht nur ein technisches Problem. Es ist nicht nur eine, wie ich finde, dringende Notwendigkeit, die rechtlich geboten ist, um auch erfolgreich Rechtsmittel einlegen zu können, sondern es ist schlichtweg auch eine moralische Verpflichtung der Automobilindustrie, dafür zu sorgen, dass Vertrauen wiedergewonnen wird. Und da bin ich bei den Mitarbeitern. Nur so werden auch Arbeitsplätze der Automobilindustrie in Zukunft sicher sein, durch eine vertrauenswürdige Politik der Unternehmen, aber auch durch eine zukunftsgerichtete Politik, was technische Neuerungen und technische Weiterentwicklungen anbelangt. Das ist das, was wir dort einfordern. Und kommen wir doch noch zu einigen Argumenten, die da so ausgetauscht werden. Die Kosten sind angesprochen worden. Ich zitiere einmal den Präsidenten des Kfz-Werkstätten- und Vertriebsunternehmen. Ich glaube, 40.000 unter einem Dach in Deutschland. Der Präsident Karpinski sagt mir, schauen Sie, Herr Boddenberg, es ist wie immer im Leben. Wir haben gute Argumente zu sagen, dass wir Hunderttausende, wenn nicht Millionen Fahrzeuge relativ einfach nachrüsten können, und macht das fest am Beispiel eines 2 oder 3 Jahre alten Passats, wo der Käufer damals beim Kauf des Fahrzeugs diese AdLoad-Technologie ordern konnte oder es auch lassen konnte. Und der, der es gelassen hat, der hat halt heute nicht die nötige Abgasreinigung, wie sie mit dieser Nachrüstung wirklich wäre. Und in diesem Fahrzeug, und da sagte, das sind Hunderttausende und Millionen Fahrzeuge, da gibt es die Ersatzteile auf Lager bei der Automobilindustrie, und die Dinge einzubauen, ist relativ unproblematisch und dauert 2, 3 Stunden, und dann ist das Auto fertig. Da kann doch die Automobilindustrie nicht sagen, es ist alles unbezahlbar und es ist nicht möglich, wenn sie konkret im Katalog nachweisbar den Beweis dafür liefert, dass es eben genau das Gegenteil ist und möglich ist.
Und die gleichen Unternehmen, und übrigens, die haben wir noch gar nicht erwähnt, die haben 300.000-400.000 Fahrzeuge auf dem Hof stehen, die sie nicht mehr veräußern können. Das gehört auch noch zu dieser Gesamtthematik dazu. Und die Argumente, die die Automobilindustrie liefert, sind dann häufig irgendwelche Exotenfahrzeuge, die 10 Jahre oder 5 Jahre oder was weiß ich auch immer alt sind und die tatsächlich sehr aufwendig wären. Aber das kann doch nicht das Argument sein, wenn 80-90% der Fahrzeuge nachrüstbar wären, dass man ständig auf die verweist, wo es nicht geht, anstatt endlich dahin zu kommen, zu sagen, wir machen das jetzt. Und zu Herrn Scheuer will ich noch so viel sagen. Herr Scheuer hat eine Expertenkommission. Auch die kommen zu diesem Schluss. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie viele gute Argumente oder auch nicht so gute Argumente von dort noch weiter vorgetragen werden, um sich dem zu verweigern, was wir gerade machen. Und deswegen haben wir die glasklare Forderung an die Bundesregierung, auch an den Parteibruder in der Schwesterpartei, den Bundesverkehrsminister, dass er sich in dieser Frage bewegt. Und es ist ja schon gesagt worden, wir sehen diese Bewegung. Ich gehe davon aus, dass wir sehr, sehr gute Argumente haben, um am Ende Dieselfahrverbote verhindern zu können, aber nicht durch Anträge im Hessischen Landtag, sondern durch konkrete Taten. Und ich habe Ihnen eben darüber berichtet, was wir zurzeit dabei sind, alles zu unternehmen. Zum Antrag der SPD will ich nur noch so viel sagen, Herr Eckert. Kann man so machen. Die Landesregierung ist schuld. Verantwortlich haben Sie gesagt, völlig d'accord. Ich bin so froh, dass diese Landesregierung, die CDU und Grünen getragene Landesregierung für dieses Land verantwortlich ist. Also sind wir da natürlich auch verantwortlich. Und formal sind wir auch die Beklagten gewesen. Aber es wäre schon sehr hilfreich, Frau Kollegin Faeser, ich bin ja Frankfurter, wenn wir dort einen Verkehrsdezernenten hätten, wenn wir dafür einen Verkehrsdezernenten der SPD hätten und einen Oberbürgermeister der SPD hätten, dass Herr Feldmann endlich einmal einen Tag nicht Fotos schießt bei irgendwelchen Empfängen mit der Amtskette, sondern mal konkret noch ein paar Dinge vorschlägt, die wir auch brauchen, um am Ende erfolgreich beweisen zu können, dass es ein Gesamtkonzept, dass es ein Gesamtkonzept bedarf, nämlich auch der Mitwirkung, der konkreten Mitwirkung der Stadt Frankfurt, des Landes und des Bundes. Und so wird ein Schuh draus und nicht aus Klein-Klein, Herr Eckert, hier mal nur auf die Landesregierung zu zeigen. Das war ein ziemlich preiswerter Wahlkampf. Aber das wissen wir und das kennen wir von Ihnen. Wir haben andere Vorstellungen, seriöse Politik zu machen. Und wir sind sicher, die Menschen werden uns am Ende mit dieser Politik auch folgen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Boddenberg. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Hahn von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Herr Kollege, Sie haben 2 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jeder, der Zeitung liest und der Menschen aus Frankfurt kennt, weiß, dass das Klima in der Koalition im Römer nicht gut ist. Aber sehr geehrter Herr Kollege Boddenberg, die Menschen, die von dem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden betroffen sind, und René Rock hat darauf hingewiesen, alleine ungefähr 100.000 Fahrzeughalter mit Familien teilweise in Frankfurt, die interessiert das einen feuchten Kehricht, ob ihr euch einig seid oder nicht. Einen feuchten Kehricht. Das ist ein klassisches Beispiel, wie man Politikverdrossenheit produzieren kann, wenn man jetzt in einem solchen kleinen Karo antwortet. Wir erwarten, und deshalb bin ich dankbar, dass jetzt der Ministerpräsident auch anwesend ist. Wir haben herausgearbeitet, als Sie nicht hier waren, Herr Ministerpräsident, dass Minimum 1,5 Millionen Hessen direkt oder indirekt von dieser Entscheidung betroffen sind. Wir erwarten heute hier jetzt eine verbindliche Erklärung, dass die Landesregierung natürlich erst, wenn die Frist beginnt, aber dann Rechtsmittel gegen dieses Urteil eingeht. Und ich kann Ihnen auch jetzt schon sagen, was die Begründung ist. Das Urteil ist erkennbar unverhältnismäßig, einer der zentralen Sätze der Juristerei. Es ist schlicht unverhältnismäßig, was dort gemacht wird. Und deshalb erwarten wir, Herr Ministerpräsident, egal was für eine Unruhe in Ihrer Koalition ist, Sie sind für die 1,5 Millionen Hessinnen und Hessen zuständig. Die haben Angst. Wir waren gestern zusammen auf Einladung von René Rock mit der VHU.
mit den Vertretern des Taxigewerbes, mit den Vertretern des Busgewerbes, mit den Vertretern des Entsorgungsgewerbes, mit den Handwerkern. Alle haben Angst davor, was passiert, und alle sagen, es muss einen Plan B geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Jurist weiß, es gibt keinen Plan B, wenn das Urteil Rechtskraft hat. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Es gibt keinen Plan B. Und deshalb muss hier jetzt klar sein, damit wir überhaupt das alles machen können. Natürlich muss die Nachrüstung gemacht werden, das ist doch gar keine Frage. Nur erst einmal muss Rechtsmittel eingelegt werden, sonst ist der Zug nämlich abgefahren. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Herr Kollege Buddenberg, Sie haben die Möglichkeit zu erwidern. Bitte schön. Der frühere Justizminister und ich uns sehr gut kennen, weiß Herr Kollege Hahn, dass er Jurist ist und dass ich meine Rechtskenntnisse in Zivilrecht aus dem Hauptteil 3 der Meisterprüfung im Handwerk ziehen muss. Aber dafür reicht es jetzt noch, Herr Kollege Hahn. Dafür reicht es jetzt noch, um Ihnen zu sagen, dass ich es nach wie vor für falsch halte. Hier geht es nicht um politisches Signal oder sonst irgendwas. Hier geht es schlichtweg um die Frage, Herr Greilich, Sie sind ja auch Jurist. Es geht doch schlichtweg um die Frage, dass wir Gründe haben müssen, um gegen ein Urteil, von dem Sie sagen, ich nach meiner ersten Einschätzung auch sage, dass es die Verhältnismäßigkeit nicht einhält, die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vorgegeben hat, dass ich dazu auch konkret werden kann und nicht sage, übrigens, ich habe das in der Zeitung gelesen. Ja, was ist denn das für Juristerei, Herr Hahn? Also, so wird das nichts. Und da sage ich Ihnen, spreche ich Ihnen in dem Fall die Kompetenz als Jurist ab. Und da ruft noch eine Juristin. Das macht mir aber gerade nichts. Da kann ein Handwerksmeister noch mithalten. Das sage ich in allem Selbstbewusstsein. Wir brauchen hier nicht solche Politik und irgendwelche Überschriften. Das ist das, was Herr Feldmann macht. Er ist zwar auch kein Jurist, aber das kann er ganz gut. Ich sage Ihnen, die, die Sie angesprochen haben, die Dieselfahrer, die Betroffenen, die einen Schaden haben, einen massiven Schaden, die Handwerker und die Omnibusunternehmer und die Taxiunternehmer, die haben das Anrecht darauf, dass sie wissen, bei dieser Landesregierung wird nicht mal gerade so aus der Hüfte, sondern wird professionell gearbeitet. Und da brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen zu machen.